Heute soll es um meine Syngonium albo variegata gehen, die es mehr als notwendig hat, endlich mal umgetopft zu werden. Und ja, da nehme ich euch heute mit. Wir topfen also vom Lechusa-Topf in einen anderen Lechusa-Topf um. Viel Spaß dabei! An dieser Stelle nochmal ein herzliches Hallo an euch. Wir topfen heute gemeinsam um, das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit. Ich habe vor Ewigkeiten die Syngonium albo variegata in diesen Deltini-Topf gesetzt. Da habe ich euch auch mitgenommen. Das Video werde ich euch hier oben verlinken. Dann könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wie die Pflanze zu dem Zeitpunkt aussah. Wenn ich dran denke, werde ich euch aber auch hier an der Seite mal ein Bild einblenden. Weil die hat sich echt verändert. Die ist riesig geworden. Die ist fast so groß wie ich mittlerweile. Ich glaube, sie hatte am Anfang 4 Blätter oder so und jetzt sind es mittlerweile schon 20 oder so. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss auf jeden Fall ein neuer Topf her. Ich habe den Classico genommen mit einem Durchmesser von 21 cm. Ich werde euch aber auch alles, was ich verwende, unten in die Infobox packen. Und dann schauen wir mal, ob ich diese Pflanze hier gut rausbekomme, wie gut das dann ja mit dem Pflanzstab klappt. Den muss ich jetzt übrigens gleich noch holen, stelle ich hier gerade fest. Und ansonsten habe ich hier eine Schuhablage. Normalerweise nimmt man da so eine Gärtnerbox, sowas habe ich nicht, gehört eigentlich auch dazu. Dann habe ich hier Wasser, das sollte man gleich bereitstellen, dass man die Pflanze dann auch bewässern kann. Vulkatec habe ich an dieser Stelle, das seht ihr jetzt nicht so gut. Und dann liegen hier noch ein paar Utensilien. Den Topf muss man ja auch erst zusammenbauen, beziehungsweise alles zusammenstecken. Und Lechusapon, was ich aber nicht verwenden werde, weil ich ja Vulkatec hier habe. Genau, und das machen wir jetzt gemeinsam. Ich habe mir gedacht, ich beantworte währenddessen dann auch noch ein paar Fragen, die ihr mir so gestellt habt. Dann sitze ich nicht einfach so rum, sondern kann auch ein paar Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Und ja, ich hole den Pflanzstab, dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier ist der Pflanzstab. Ich werde wahrscheinlich gleich auch nochmal die Kamera etwas höher aufstellen müssen, damit ich euch dann auch zeigen kann, wie ich das Ganze festbinde. Und hier habe ich dann noch Garn. Das ist jetzt nicht das Ideale, da würde ich eigentlich ein anderes nehmen. Aber das tut es jetzt schon, kann man immer noch verändern dann. Und ja, eine Schere habe ich natürlich noch mitgenommen und da würde ich sagen, beginnen wir mal. Und zwar, indem wir den Topf zusammenbauen. Der kommt eben einmal hier so, kann man schön entnehmen. Und dann hat man hier noch dieses Teil hier. Dort wird man dann an der Seite das Wasser reinfüllen können und hier kommt der Wasserstandsanzeiger gleich rein. Und da nimmt man das Ganze einfach mal hoch. Na, hier ist ja der Griff, da kann man schön rausziehen und da ist an der Seite so eine Aussparung und da kann man das dann hier so reinklipsen. Das machen wir jetzt mal eben. Genau, schon passiert. Kann man es wieder nach unten klappen. Und dann hat man hier noch diese ganzen Bestandteile. Diese Röhrchen, hier, da ist dieser rote Stab für den Wasserstandsanzeiger. Hier die Hülle und dann hier noch die restlichen Einzelteile. Da ist selbstverständlich auch eine Anleitung dabei, da könnt ihr das alles nachlesen. Muss man erstmal diese beiden Teile hier zusammenstecken. Dann bei diesen hier kommt das rote hier hinein. Genau. Und der Part kommt dann hier hinein. So. Das wird darauf gesteckt. Das sind auch schon die Aussparungen. Na. Bis es Klick macht und dann kommt das hier oben drauf. So. Und im Anschluss geben wir diesen Wasserstandsanzeiger hier in diese Aussparung. So, dann ist es auch schon fertig. Das werden wir auch gleich sehen, ob sich der Wasserstandsanzeiger dann bewegt, wenn wir gegossen haben. Da muss man natürlich auch darauf achten, dass es nicht feststeckt. Und bei diesem Pflanzstab, den ich jetzt dafür geholt habe, ich glaube, das ist die größte Variante mit 1,20 oder so. Ich glaube, das wird auch nicht ausreichen, weil die höher ist. Ist das Gute, der hat oben so eine Aussparung. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber dadurch ist er verlängerbar. Das heißt, ihr könnt dann auch einen Pflanzstab derselben Marke, sagen wir jetzt mal mit 60 cm, mit diesem Teil hier oben reinstecken und dann wird das Ganze natürlich länger. Da müsst ihr nicht nochmal umtopfen und so weiter. Das funktioniert sehr gut. Der einzige Nachteil ist, dass an diesen Pflanzstäben die Pflanzen nicht selbstständig hochwachsen. Die finden da nicht wirklich einen Halt. Das müsste hier so ein bisschen bauschiger, lockerer sein, dass die sich dahin durchschlängeln. Es gibt aber bei Amazon eine Rezension,
Von einer Dame, die das auch bestellt hat und die hat das so ein bisschen modifiziert. Mit einer Kokosmatte meine ich. Das hat sie außen rum gewickelt und ja, ganz locker befestigt. Und das ist dann schon besser, weil die Pflanze da idealer greifen kann sozusagen. Das ist hier nicht möglich, deswegen muss man es dann schon festbinden. Das vielleicht nur so zur Info. Genau. Und dann nehme ich auch schon mal mein Vulkatec her. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil die Pflanze echt quer über den ganzen Tisch liegt. Das ist nicht so ein einfaches Unterfangen, leider. Oh, so. Und dann öffnen wir das mal hier. Ich würde auch immer empfehlen, die größere Packung von Vulkatec zu nehmen. Das rentiert sich preislich um einiges mehr. So, jetzt wird es kurz mal etwas lauter. Moment, das drehe ich. So. Genau, jetzt habe ich mal ein bisschen was reingegeben. Ja, der Pflanzstab wird dann mehr oder weniger genau mit dem oberen Ende des Topfes enden. Ich glaube, das wird ganz gut. Ich kann auch gleich mal mit der ersten Frage starten, die ich, glaube ich, schon öfter mal beantwortet habe. Und zwar, ob man seine Pflanzen besprühen sollte oder nicht mit Wasser. Ich habe ja auch schon ein Video dazu gemacht zum Thema Luftfeuchtigkeit für Zimmerpflanzen und habe da auch ein paar Luftbefeuchter vorgestellt und so weiter. Und natürlich ist es auch möglich, dass ihr eure Pflanzen regelmäßig besprüht. Nur ist es so, dass das sehr lokal wirkt und natürlich auch nur kurz. Das ist klar. Also es gibt andere Methoden, die da deutlich besser sind, damit ihr eure Pflanze, die eine hohe Luftfeuchtigkeit braucht, je nach Gattung, ideal versorgen könnt. Und da sind Luftbefeuchter schon die bessere Wahl oder ihr stellt Schalen auf, wobei das auch immer so ein Ding ist. Wenn das warme Wasser verdampft, dann ist natürlich auch irgendwann mal Schluss. Ich finde, wenn man die Schalen in einem Gewächshaus aufstellt beispielsweise, wird das besser gehalten, weil es ja ein abgeschlossenes System ist. Aber wenn die Pflanzen einfach so in der Wohnung stehen, ist das auch schon wieder schwieriger. Genau, wir schauen jetzt mal hier. Die Pflanzen hat schon sehr, sehr viele Wurzeln. Ich glaube, ihr könnt das jetzt gar nicht so sehen. Ich hebe das mal ein bisschen hoch. Also die sind wirklich sehr extrem hier reingewachsen. Hier seht ihr das so ein bisschen. Und das wird jetzt schon auch gegebenenfalls passieren, wenn ich die hier raushole, dass die dann unten auch abbrechen. Das ist aber nicht allzu wild. Also man macht das jetzt am besten so, dass man die ganz vorsichtig rausholt. Ein bisschen Schwund ist immer. Keine Sorge, das ist echt nicht so wild. Das ist schon in Ordnung. Das geht auch gar nicht ohne, weil die verzweigen sich ja auch extrem. Das bekommt man nicht einfach so raus, ja. Also man kann es auch eigentlich jetzt im Vorfeld dann schon so abknipsen, sage ich mal. Ich ziehe da jetzt von innen so ein bisschen bei den größeren Wurzeln entlang. Und das bedeutet schon zwangsläufig, dass da einiges zurückbleibt, ja. Das ist nicht wild. Habe ich sie auch schon befreit. Ach, eine Wurzel hängt noch. So, jetzt sieht man schon, hier unten sind jetzt einige zurückgeblieben. Ja, nicht schlimm, nicht schlimm. Und jetzt werde ich die Pflanze hier noch von ihrem bisherigen Pflanzstab befreien. Das ist so ein ganz kleiner Bambusstab. Der war aber auch sehr gut, muss ich sagen. Den werde ich auch aufbewahren für das nächste Mal. So, jetzt ist die Pflanze befreit von diesem Stab. So, hier ist das gute Stück. Wunderschön. Hier ist die Wurzelsituation. Und ich glaube, ich muss noch ein bisschen Vulkatec hineingeben. Am besten, man hat dazu dann auch noch so einen kleinen Messbecher, dann geht das Ganze schneller. Ich wurde dann auch noch gefragt, ob ich im Winter Pflanzen umtopfe. Und ja, das tue ich auch. Aber es ist natürlich schon eine höhere Gefahr da, dass sie es dann nicht packt, wenn es zu kalt ist und so weiter. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich mache das trotzdem. Also das auf jeden Fall, das muss ich schon so sagen. Bei so einer großen Pflanze muss man natürlich jetzt auch extrem aufpassen, dass nichts abknickt. So. Schauen wir mal, dass wir die Wurzeln so einigermaßen reinbekommen.
Genau. Und was ich jetzt tun werde, ist, dass ich sie, glaube ich, schon mal ein wenig festbinden werde, weil sonst habe ich hier keinen Halt. Das werde ich jetzt erstmal tun. Ist übrigens bei so einer großen Pflanze auch wirklich nicht schlecht, wenn man da eine helfende Hand hat. So, zwar werde ich jetzt mal schauen, dass ich sie ein bisschen weiter oben schon mal festmache, dass ich da unten dann nicht ganz so viel halten muss. Ja, das schaue ich jetzt mal. Und sehr wichtig ist an dieser Stelle, dass ihr nicht zu fest schnürt. Ihr möchtet ja auch nicht den ganzen Stiel der Pflanze abdrücken. Also schön locker, so dass es natürlich hält, aber ne? Am Anfang ist das jetzt noch ein bisschen schwierig, weil ihr an allen Ecken irgendwie ein bisschen halten müsst. Ich muss auch noch den Pflanzstab ein bisschen mehr halten, weil ja noch kein ausreichendes Vulkatec drin ist. Es geht mir jetzt nur darum, dass die Pflanze nicht abknickt. Genau. Das muss ich später wahrscheinlich auch noch mal etwas besser fixieren. Ich verteile hier jetzt die Wurzeln so ein bisschen. So, also ich würde empfehlen, wirklich bei so großen Pflanzen macht das echt am besten so, dass ihr das oben erstmal ein bisschen fixiert, weil sonst fliegt euch die Pflanze überall rum. Das ist nicht so ideal. Außerdem wurde ich gefragt, was meine Lieblingspflanze ist. Und ich habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, auf welche Pflanzen ich überhaupt niemals verzichten könnte. Und das sind eigentlich alles so meine Lieblingspflanzen dabei. Ich muss aber auch sagen, dass das immer wieder mal so ein bisschen wechselt. Ja, also im Moment ist es wirklich die Syngonium albo variegata, weil ich meine, schaut sie euch an, wie riesig sie geworden ist. Das ist einfach ein Traum. Ich mag es einfach, wenn Pflanzen sich wohlfühlen und wachsen. Also die, die rumzicken, sind in der Regel auch nicht so wirklich meine Lieblingspflanzen. Und die ist halt super unkompliziert. Übrigens, ne, wenn ihr hier mit diesem Pflanzstab arbeitet, dann ist es natürlich auch wichtig, dass der sehr nah an der Pflanze platziert wird oder andersrum, dass die Pflanze sehr nah am Pflanzstab ist, weil daran möchten wir sie ja festbinden. Und das sollte deswegen keine große Distanz dazwischen sein. Übrigens lässt sich Vulkatec auch immer wieder verwenden. Also ihr müsst jetzt das Substrat nicht wegschütten. Besser ist es übrigens auch, wenn ihr es vorher mal gründlich durchspült. Wie gesagt, ich werde da jetzt eine Menge Wasser hinzufügen und dann das überschüssige Wasser auch erstmal ausleeren. Das tropft ihr dann hier runter in den Behälter. Und ich sehe aber jetzt schon, dass dieser Pflanzstab von 1,20 Meter nicht ausreicht. Das heißt, da muss dann noch ein kurzer reingesteckt werden. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil die hängt nicht viel drüber, aber halt immer noch so ein bisschen. Und ich möchte echt mal schauen, wie weit es mit dieser Pflanze geht, wie hoch sie noch wachsen kann. Jetzt mal schauen, wie gut sie das Umtopfen dann verträgt und so weiter. Das ist ja auch immer eine Sache, aber da gucken wir dann. Jetzt habe ich es bald aufgefüllt. Ich habe dann noch eine Frage zu Orchideen bekommen, welche Erde und so weiter und so fort. Und Leute, ich muss euch leider sagen, ich kann euch mit Orchideen nicht weiterhelfen. Das sind nicht wirklich meine Pflanzen. Meine Oma hat so viele Orchideen, ihr ganzes Fensterbrett steht voll damit oder ihre Fensterbretter, eigentlich überall. Und die wachsen wie blöd. Also sie hat da echt ein Händchen dafür. Und sie hat mir auch gesagt, wie sie dabei vorgeht. Sie taucht die Orchideen und so weiter. Und ich habe das auch schon versucht nachzumachen. Keine Chance bei mir. Und davon abgesehen sind es auch gar nicht so meine Lieblinge. Ich finde sie schon ganz nett, aber jetzt auch nicht super schön, sodass ich sie auch nicht wirklich bei mir sehe, ehrlicherweise. Und ja. Dementsprechend, falls sich das irgendwann mal ändern sollte, dann werdet ihr definitiv Orchideen auch hier sehen und dann kann ich euch was dazu sagen, aber das ist einfach gar nicht so mein Fall im Moment. Und dann wurde ich noch gefragt, wie man die Anthurium varroquianum, also die Queen of Anthurium, vermehrt. Und die Frage finde ich dahingehend schon mal spannend, weil die Person ja offenbar ein Interesse daran hat, sie zu vermehren und ich frage mich so, wie schaffst du es, sie zu vermehren? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich zeige sie euch gleich noch, damit ich dann auch die Frage ein bisschen anschaulicher beantworten kann. Ich bekomme es nicht hin, dass die mehr als zwei Blätter gleichzeitig hat. Es ist vor kurzem wieder ein neues Blatt gewachsen, das sieht wunderschön aus und dafür ist aber eins gestorben. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit und dementsprechend wird es bei mir niemals passieren, dass ich diese Pflanze
vermehren werden kann. Es wird einfach nicht klappen, da bin ich mir 1000% sicher. Was man da aber machen muss, ist schlicht und ergreifend, dass man wartet, bis sich diese neuen Triebe am Hauptstamm bilden. Die bilden wie so eine Art Knötchen an der Seite. Und das kann man dann abtrennen. Man muss aber darauf achten, dass dieser Part schon Luftwurzeln gebildet hat, damit die auch selbstständig überleben kann oder damit das Wurzeln dann auch leichter fällt. Und da muss man auch aufpassen, weil diese Luftwurzeln ganz oft sehr nah an dem Hauptstamm wachsen. Und das abzutrennen, ohne was zu beschädigen, ist nicht so ohne. Wie gesagt, ich musste noch nie eine Anthurium vermehren, beziehungsweise es war nicht möglich. Von daher, aber ich habe die Stellen ja auch schon gesehen und würde mich auch sehr ungern dran trauen. Vor allem jetzt bei der Baroqueanum, weil die ist ja jetzt auch nicht gerade günstig. Es ist natürlich möglich, aber das sind schon eine der Pflanzen, die nicht so einfach zu vermehren sind, wie jetzt so eine, ja, wie so ein Philodendron oder so. Da geht das ja super einfach. Oder eine Efeutute. So, jetzt bin ich aber dann gleich fertig. Der Stab sitzt fest, das ist gut. Übrigens haben ja immer wieder Leute Probleme mit Schimmel, was Lechuza angeht. Also meistens dann bei Ponn, aber auch bei Vulcatec passiert da und da. Ich persönlich habe das jetzt eigentlich nicht so. Ich glaube, ich hatte es bei meiner Monstera. Und ich habe die obere Schicht dann einfach abgemacht und dann nochmal ein bisschen länger gewartet, bis ich wieder gegossen habe. Und dann war es okay. Da hatte ich dann eigentlich so keine Probleme mehr. Und dann muss man natürlich unterscheiden, ob es wirklich Schimmel ist oder dann doch nur Kalk. Aber wenn es pelzig ist, dann ist es für gewöhnlich schon Schimmel. Und da habe ich einfach die obere Schicht abgemacht. Ich habe dann nicht direkt umgetopft. Wenn man jetzt natürlich merkt, das breitet sich ununterbrochen aus, dann kann es schon nötig sein, dass man umtopfen muss. So ist es jetzt nicht, aber das war bei mir noch nie der Fall. Ich habe dann einfach noch weniger gegossen, die obere Schicht abgemacht und das hat sich dann erledigt. Jetzt sind wir aber fertig hier und jetzt verändere ich mal die Position, damit ihr die Pflanze besser sehen könnt. So, vielleicht seht ihr jetzt im Hintergrund öfter mal Wolli oder Rosi entlanglaufen. Ja, die möchten auch manchmal ins Video. Seht ihr ja auch öfter in meinen Vlogs. Genau, jetzt schaue ich. Ich habe es da jetzt einmal hier ganz oben festgebunden und einmal hier, damit ich da einfach eine ganz gute Stabilität habe. Ich mache dann meistens auch immer so längere Abschnitte, einfach damit ich sicher sein kann, dass ich genug habe. Das kann man ja dann immer noch kürzen. Und dann fange ich unten an. Wie gesagt, nicht zu fest. Ich binde die Pflanze meistens auch an den Stellen fest, wo sozusagen wieder eine Abzweigung folgt, also ein neuer Trieb. Da ist dann auch der Stiel immer ein bisschen dicker und genau an diesem Knoten befestige ich die dann. Da habe ich das Gefühl, dass der Halt dann auch am besten ist. Manchmal folgt das relativ nah beieinander, dann mache ich es auch nur an einer. Man sieht das dann schon, wie gut die Pflanze am Pflanzstab bleibt. Das kann ich jetzt noch mal aufmachen. Das habe ich sehr locker gemacht. So. Ich weiß nicht, wohin mit dir. Du wirst immer größer. Mal schauen, wie weit man diese Spielchen treiben kann. Aber das ist auch erst so extrem geworden, seitdem ich umgezogen bin. Also das ist auf jeden Fall so. Die ist davor auch schon gewachsen, aber der Standort gefällt ihr jetzt richtig gut. Außerdem wurde ich auch noch gefragt, das habe ich aber auch schon mehrfach beantwortet, ob ich Pflanzen immer direkt umtopfe, wenn ich sie neu bekomme, oder ob ich sie erstmal ankommen lasse. Und da lautet die Antwort ganz klar, dass ich sie ankommen lasse. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, ja, wie man sterbende Pflanzen retten kann. Da bin ich aber auch darauf eingegangen, wie das ist, wenn man neue Pflanzen bekommt, wie man mit denen umgehen muss in unterschiedlichen Situationen. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und jetzt ist sie immer noch zu lang. Also da werde ich es dann einfach so machen. Da muss ich dann ja nicht nochmal umtopfen. Moment, ich schiebe sie jetzt mal so rum. Was für eine Schönheit, oder? Ja, auf jeden Fall werde ich es da so machen, dass ich dann eben nochmal einen ganz dünnen Stab oben drauf stecke. Und dann lasse ich die einfach so hochklettern, wie sie möchte. Das werde ich dann ja sehen. Es ist jetzt schon relativ hoch. Und wahrscheinlich werde ich dann irgendwann auch mal Ableger machen. Es kommt auch eine Zeit, da ist dann gut. Ne? Und jetzt nehme ich natürlich die Gießkanne und bewässere die sehr großzügig, also bis das Wasser unten auch wieder rauskommt. Das hört man dann ja auch. Jetzt wird die Pflanze wieder eine Zeit von mir nur von oben gegossen, bis sie sich auch wieder so dran gewöhnt hat und so weiter. Das kann wieder so 2-3 Monate dauern.
Und dann werde ich wieder von unten bewässern, beziehungsweise eben da von der Seite. Das sind ja diese Aussparungen. Da gieße ich dann immer. Und dann passt das. Ich mache euch jetzt nochmal einen Ausschnitt, wie das Ganze aussieht, wenn sie wieder an ihrem Platz steht. Und dann war es das auch schon mit dem Umtopfvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. So, und jetzt schaut mal. Ich habe hier noch diesen kleinen Flanschstab. Den habe ich jetzt im Keller gefunden. Und da geht das eben genau so, dass man. Moment, ich. Hier, jetzt kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Das steckt man einfach hier rein. Das ist super easy. Oh Mann, das wird wahrscheinlich auch nicht lange anhalten. Ich werde es immer weiter erhöhen müssen, bis ich keine Lust mehr habe, dass die Pflanze weiter wächst. Und jetzt kann ich sie eben auch noch mal festbinden. Ich habe auch gerade gesehen, dass ich eine Frage vergessen habe zu beantworten. Und zwar, was ich bei gelben Blättern mache. Ob ich die einfach dran lasse, ob ich die abschneide. Und da kann ich sagen, das mache ich eigentlich immer so, dass ich warte, bis die sich von selber lösen lassen. Ja, also ich gehe dann öfter hin, wenn ich dann meine Pflanzen jede Woche gieße. So, hat die genug Platz? Ja, das geht. Wenn ich meine Pflanzen jede Woche gieße und dann sehe ich, die hat ein gelbes Blatt, dann ziehe ich so ein bisschen und wenn das sich nicht von selbst lösen lässt, dann lasse ich das auch noch dran. Und sobald das aber leicht abgeht, ziehe ich es dann eben auch ab und schmeiß die weg. Also, sobald die einmal gelb sind, da könnt ihr dann eh nichts mehr machen. Aber da warte ich tatsächlich. So, that's it. Eine wunderschöne Pflanze, die nicht weiß, wann sie aufhören soll zu wachsen. Ich glaube, das Blatt mache ich auch noch ran. Moment. Ist nämlich so ein bisschen schon abgeknickt, so gewachsen, weil ich es nicht rechtzeitig festgebunden habe. So ist das dann nämlich immer. Bei dieser Pflanze hier ist mir ein einziges Blatt kaputt gegangen beim Umzug, das ist gelb geworden und sonst hat sie es aber echt gut weggesteckt. Mal schauen, wie weit sie es noch macht. Also zusammen mit diesem oberen Part hier ist die Pflanze dann auch wirklich so groß wie ich. Dadurch, dass der Stab jetzt etwas länger ist, kann man das natürlich schon bewegen, aber der steckt fest unten drin. Da muss man sich keine Gedanken machen. Kein Problem. Jetzt werde ich euch das nochmal von unten nach oben abfilmen.